Der kuriose Prozess um die vermeintliche Vergangenheit der Ex-Grünen-Politikerin Eva Klawischnik geht an diesem Dienstag im Straflandesgericht Wien weiter. Auf der Anklagebank sitzt der 65-jährige Walter Eichelburg. Der hatte ja im vergangenen Jahr behauptet, dass Eva Klawischnik vor ihrer politischen Karriere eine Prostituierte bei der wohl bekanntesten Puffmutter Österreichs, nämlich Madame Nina, gewesen sei. Ja, seine Verschwörungstheorien verbreitete er auch medial und stützte seine Aussagen eben auf die im vergangenen Jahr erschienenen Memoiren der Madame Nina alias Nina Janusek. Daraufhin klagte Eva Klawischnik auf üble Nachrede, denn er verbreitete ja diese Aussagen auch auf Facebook oder in der Presse. Ja, er sieht sich allerdings im Recht, denn er hätte eben Beweise dafür. Im Buch war ja auch die Rede von einer Eva. Ja, der Verlag, der beteuerte allerdings, dass Eva nur ein rein erfundener Name für die junge Dame im Buch gewesen sei. Auch der Ehemann von Nina Janusek sagte hier bereits vor Gericht aus und meinte eben, Walter Eichelburg sei geisteskrank, seine Aussagen frei erfunden. Und natürlich habe Eva Klawischnik nicht bei uns gearbeitet. Nina Januseks Aussage fehlt allerdings noch. Eva Klawischnik, sie erschien bereits vor Gericht und beteuerte ebenfalls, dass sie gewiss nicht diejenige Prostituierte gewesen sei, die im Buch genannt ist. Ja, vor Prozessbeginn haben wir mit Walter Eichelburg zu dieser Darstellung gesprochen. So, der Prozess, der geht hier vom Wiener Straflandesgericht gegen Sie weiter. Sie anklagt wegen übler Nachrede. Es geht darum, Eva Klawischnik soll laut Ihren Aussagen als Prostituierte gearbeitet haben. Vielleicht können Sie noch mal Ihre Meinung kurz klarstellen und was Sie heute hier erreichen wollen. Im Endeffekt, ich will einen Freispruch erreichen, das ist ganz klar. Warum ich hier angeklagt werde, ich dürfte ganz andere Gründe haben. Nicht mit meinen Medien, meine Kommentare, ich war ohnehin vorsichtig, sondern wahrscheinlich mit internen Konflikten in der Grünen Partei. Die Klage ist nicht früher gekommen, wo ich diese Bemerkung gemacht habe, die vorsichtig waren, sondern im September, nachdem sich die Bild von den Grünen abgespalten hat und der Untergang der Grünen Partei praktisch schon abzusehen war. Ich nehme an, es geht um Haftung für Parteigeräte. Genau weiß ich das nicht, aber es ist Ihre Aufgabe, als Journalist das herauszufinden. Genau wie dieses Gerichts. Wie kommen Sie denn auf diesen Vorwurf, dass die Ex-Grünen-Politikerin Eva Klawischnik ein Teil von Nina Januseks Betrieb, sage ich jetzt mal, gewesen sein soll? Ich habe nur angedeutet, es könnte sein, der Kronenzeitungsartikel, haben wir verlinkt, und da war relativ klar, jetzt haben wir so, ich weiß es nicht, aber es gibt Indizien wie diesen Kronenzeitungsartikel, wir sprechen Bildern drinnen. Da hat die Frau Klawischnik nichts gemacht. Erst wenn die Grünen Partei im Untergang war, im September, hat sie mich geklagt. Die Kronen hat sie auch nicht geklagt. Die hat viel mehr geschrieben als ich. Das heißt, Sie sind immer noch davon überzeugt, dass das stimmt, dass Eva Klawischnik bei Nina Janusek im Bordell gearbeitet hat? Ich weiß es nicht. Es gibt klare Indizien dafür, aber ich weiß es nicht. Die habe ich auch nur angedeutet. Ich bin ein Bauernopfer für eine parteiinterne Sache. Und von dem heutigen Urteil bzw. von dem heutigen Prozesstag erwarten Sie sich einen Freispruch? Natürlich, oder Einstellung. Walter Eichelburg ist also von seinen Verschwörungstheorien und somit auch von seiner Unschuld überzeugt. Dagegen steht allerdings die Puffmutter Nina Janusek, wie sie mit richtigen Namen heißt, die eben an diesem Dienstag auch aussagen soll. Sie erleidet allerdings im letzten Jahr eine schwere Herzattacke und muss stundenlang am Herzen operiert werden. Seitdem ist sie bettlägerig. Ja, zwei Gerichtsmitarbeiter organisieren deshalb an diesem Dienstag eine Live-Schalte aus ihrem Krankenbett zu Hause hier ins Gericht, wo sie eben noch einmal sehr wahrscheinlich aussagen wird, dass Eva Klawischnik, die ehemalige Politikerin, eben nicht bei ihr im Bordell gearbeitet hat. Ja, diese Aussage allerdings passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kurz danach werden hier eben die Medien wieder hineingelassen und dann geht auch schon das Urteil gegen Walter Eichelburg. Er bekommt 3 Monate bedingt und 2.200 Euro als Geldstrafe.